Er nahm die Treppe in 5 Sätzen, riss die Klassentür auf, hastete zwischen den Bänken hindurch und schwang sich, in das Katheder gekrallt, auf die Stufe. Da blieb er bebend stehen und musste Atem schöpfen. Die Sekundane hatten sich zu seiner Begrüßung erhoben und äußerster Lärm war jäh in ein Schweigen versunken, das förmlich betäubte. Sie sahen ihrem Ordinarius zu wie einem gemeingefährlichen Vieh, das man leider nicht totschlagen durfte und das augenscheinlich sogar einen peinlichen Vorteil über sie gewonnen hatte. Unrats Brust arbeitete heftig. Darauf riss er sich den Mantel von den Schultern und zischte: Setzen! Meine sehr geehrten Damen und Herren, Lehrer und Schulen werden häufig kritisiert. Nicht nur bei Heinrich Mann, aus dessen Professor Unrat ich gerade zitiert habe. Zeitungsartikel, politische Reden, Elterngespräche. Kennen Sie jemanden, auch nur einen einzigen, der das deutsche Bildungssystem nicht kritisiert? Aber die Schule, und das ist kein Zweifel, ist für uns enorm wichtig und prägend. Noch aktuell oder ist es in unserer Jugend gewesen? Neben unserer individuellen genetischen Ausstattung und neben dem Einfluss durch die Familie ist die Schule sicher der dritte wesentliche Faktor, der uns als soziales Wesen bestimmt und der unsere Form der Gesellschaft und Kultur ermöglicht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Institution Schule sich schon seit langem in der Menschheitsgeschichte findet. Die älteste Erwähnung der Schule findet sich auf einer Inschrift auf einem alten ägyptischen Grab. Der dort Begrabene verspricht den Passanten, aber nur den Passanten, die eine Schule besucht haben, dass er sich im Jenseits für sie einsetzen wird. Wir wissen nicht, ob es ein Lehrer war, der dort begraben wurde, aber wir kennen ungefähr den Zeitpunkt, zu dem diese Grabschrift angelegt wurde, etwa 2000 vor Christus. Vermutlich gab es auch noch früher, vielleicht sogar beim Erlernen ritueller Handlungen in der Steinzeit schon Schulen oder schulartige Einrichtungen, aber sicher ist, dass spätestens ab 2000 vor Christus die Menschen Schulen eingerichtet haben. Die Schule in der heutigen Form, also das Zusammenfassen von Kindern verschiedener Familien in einem öffentlichen Raum und die Unterweisung durch einen oder mehrere Lehrpersonen, die eben nicht aus der Familie stammen, sondern extra dazu eingestellt sind, diese Form der Schule gibt es sicher seit dem Altertum bei den Griechen und bei den Römern. Diese Darstellung auf einer antiken griechischen Vase zeigt das Repetieren eines Schülers vor seinem Lehrer. Die Hirnforschung hat auch alte Wurzeln. Diese reichen sicher auch bis in die Antike zurück. So hat Hippokrates als Erster die Bedeutung des Gehirns erkannt und als Ursache der Epilepsie, der Erkrankung Epilepsie beschrieben. Eine systematische und moderne Hirnforschung, die das Gehirn als das zentrale informationsverarbeitende System des Menschen untersucht, gibt es dagegen erst seit gut 150 Jahren. Einer der ersten Versuche der modernen Hirnforschung erfolgt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der Zeit, aus der dieses Lehrbuch stammt, durch die beiden Forscher Kussmaul und Tenner, die gezielt die Blutzufuhr zum Gehirn von Versuchstieren unterbrachen, um die Auswirkungen auf das Handeln des Tieres zu erforschen. Und dann, erst in den Jahren ab 1990, hat man den Ansatz begonnen, die Hirnforschung mit der Absicht der Verbesserung der Schulpädagogik einzusetzen. Dieser Ansatz wird in der Lingua Franca der Naturwissenschaft als Educational Neuroscience oder New Education bezeichnet und im Deutschen meist als Neuropädagogik oder Neurodidaktik übersetzt. Ich werde in diesem Vortrag einheitlich den Begriff Neuropädagogik nehmen. Meine Damen und Herren, wir haben über 4000 Jahre Schule, gut 150 Jahre Hirnforschung und etwa 20 Jahre Neuropädagogik. Die Neuropädagogik ist also eine junge Disziplin, vor allem wenn man sie mit den mehrere tausend Jahren alten Anstrengungen vergleicht, die Schule zu optimieren. Zu optimieren über die individuellen oder gesellschaftlichen Erfahrungen, über die erzielten schulischen Leistungen der Kinder, über die geisteswissenschaftliche Forschung oder manchmal auch einfach nur über weltanschauliche Prinzipien. Die Neuropädagogik ist also eine junge Disziplin, aber sie hat schon eine Geschichte. Und es ist die wechselvolle Geschichte einer mit zu hohen Erwartungen begonnenen Disziplin. Eine Geschichte, wie sie auch andere wissenschaftliche Wunderdisziplinen, wie zum Beispiel die Gentherapie, erlebt haben. Eine Geschichte, die 3 Phasen hat. Wenn man die Wertschätzung der Neuropädagogik im Laufe der Jahre betrachtet, war sie vor allem in der Anfangszeit um 1990 herum hoch. Mit dem Neuroboom und den hohen Erwartungen, die unsere Gesellschaft an die Neurowissenschaften stellt, wurde die Neuropädagogik vor allem in Deutschland als Möglichkeit gesehen,
im föderalen Bildungschaos Deutschlands eine objektive Schiedsinstanz zu finden. Eine Instanz, die Bildungsreform nicht mehr den kreativen Eingebungen der unterschiedlichen Kultusministerien unterstellt, sondern objektiven wissenschaftlichen Fakten. Die Euphorie war groß und die Neuropädagogik war nicht nur hoch angesehen, wurde sondern auch millionenschwer gefördert. Von der Politik, aber auch von wissenschaftlichen Drittmittelgebern. Institutionen wie das Netzwerk für Gehirnforschung und Schule, das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen, das OECD-Projekt Learning Sciences and Brain Research, das Center for Education Neuroscience der Universität Cambridge oder die Gründung der International Society for Mind, Brain and Education Society sind Beispiele dafür. Parallel aber zu diesen Forschungsinstitutionen und Forschungseinrichtungen entstand auch eine breite Palette von Angeboten privater Unternehmer unterschiedlichster Seriosität, bei denen vermeintlich neurowissenschaftlich abgesicherte Lehrkonzepte versprochen und teuer verkauft wurden. Diese Phase der Euphorie wird vielleicht am eindrucksvollsten durch die Aussage eines Lehrers auf einem Kongress an der Universität Cambridge veranschaulicht, der aussagte, dass er pro Jahr mehr als 70 Angebote zu sogenannten Brain-Based Learning erhalten würde. Nachdem die teilweise von den Wissenschaftlern selbst zu Unrecht geschürten Hoffnungen und die teilweise von vornherein völlig unrealistischen Erwartungen sich nicht innerhalb weniger Jahre erfüllten, kippte die Phase der Euphorie vor etwa 5 bis 10 Jahren in die Phase der Enttäuschung. Es zeichnete sich ab, dass die Hoffnungen einer neurowissenschaftlichen entwickelten und optimierten Schule sich nicht, zumindest sicher nicht so schnell wie erwartet, realisieren ließen. Die kritischen Stimmen aus der Wissenschaft, die von Anfang an schon gewarnt hatten, wurden nun hörbarer. So formuliert es zum Beispiel die renommierte Lernforscherin Professor Elsbeth Stern von der ETH Zürich deutlich, Zitat, die Neurowissenschaften können nichts zur Verbesserung des Schulunterrichts beitragen, Punkt und Ausrufezeichen. Sie ergänzte dies durch einen anschaulichen, aber in gewisser Weise auch fragwürdigen Vergleich, Zitat wieder, wenn man erklären möchte, warum in einigen Regionen der Welt gehungert wird, erklärt man das auch nicht mit dem Verdauungssystem des Menschen, sondern mit geografischen und ökonomischen Gegebenheiten. Zitat Ende. Ich denke, die Aussage ist klar, die Position eindeutig. Vielleicht noch als zweites Beispiel das Statement des Bundesforschungsministeriums aus dem Jahre 2005, das schon fast nahezu lakonisch feststellte, Zitat, die häufig geäußerte Vorstellung, wonach die Hirnforschung zur Klärung theoretischer Kontroversen in der Pädagogik beitragen könnte, trifft nicht zu. Zitat Ende. Nach der vernichtenden Kritik dieser Phase sind wir nun in der dritten und in der vermutlich längsten Phase angelangt. Das öffentliche Interesse ist wieder geringer geworden. Man hat sich langsam auf ein vernünftiges Niveau von realistischen Erwartungen und auf ein Niveau der Trennung von Wunschdenken und tatsächlich möglichen Optionen hochgearbeitet. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, Rechenschaft abzulegen. Über den Stand, also über die Ergebnisse der Neuropädagogik, aber auch über die Grenzen und die Möglichkeiten der Neuropädagogik. Die Schule ist ein Ort des Lernens. Deshalb könnte man prinzipiell alle neurowissenschaftlichen Anstrengungen, die beim Lernen im Gehirn ablaufenden Mechanismen zu verstehen, den Neurowissenschaften zurechnen. Das würde dann auch bis zur anatomischen Grundlagenforschung gehen, wie zum Beispiel hier die Darstellung verschiedener Synapsen, wie sie an dem Körper einer Nervenzelle angreifen. Aber auch die physiologischen oder molekularen Grundlagen zu Veränderungen an den Synapsen bei Lern- und Gedächtnisvorgängen, auch die Prinzipien der Gedächtnisbildung in der Hirnrinde oder neurophysiologische Mechanismen beim Lernen von Bewegungen. Auch das alles hat mit Lernen zu tun. Auch lernen wir viel von Verlernen und Vergessen, wie bei der Erforschung der Mechanismen der Alzheimer-Erkrankung. Und bei diesem Aspekt muss ich einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen, in Sachen Hertie-Stiftung. Am 9. März findet wieder unser jährliches Neuroforum Frankfurt statt. Dieses Mal ist das Thema Alzheimer, was wir wirklich wissen. Für die Veranstaltung, die übrigens nur teilweise vom Fernsehen übertragen wird, gibt es noch einige freie Plätze. Bei Interesse können Sie am Stand der Hertie-Stiftung den Einladungsflyer mit den entsprechenden Informationen gerne mitnehmen. Aber zurück zum Thema. Hirnforschung zu Lernmechanismen des Gehirns ist sehr vielfältig und macht allein schon einen sehr beträchtlichen Teil der gesamten Hirnforschung aus. Aber abgesehen von diesem neurowissenschaftlichen Ansatz basieren natürlich auch die schulischen Leistungen eines Kindes unmittelbar auf der Funktion seines Gehirns, sodass auch empirische Leistungsuntersuchungen oder Verhaltensbeobachtungen zumindest eine Schnittmenge mit den Neurowissenschaften haben oder mit neurowissenschaftlichen Instrumentarien
untersucht werden können. In der Tat wurden anfangs deshalb auch viele sehr heterogen und aus verschiedenen nicht neurowissenschaftlichen Disziplinen stammenden Untersuchungen von Wissenschaftsteams als neuropädagogische Erkenntnisse publiziert. So gab damals zum Beispiel eine neuropädagogisch arbeitende Arbeitsgruppe in Ulm auf meine Nachfrage als nach ihren wichtigsten Forschungsergebnissen zum einen eine empirische Untersuchung zum Sprachverständnis von Grundschulkindern an, die sinnvollerweise ohne jegliche neurowissenschaftliche Methodik durchgeführt wurde. Zum anderen nannte die Arbeitsgruppe als typisches Beispiel ihrer neuropädagogischen Arbeit eine Publikation, die sie im Jahre 2008 im hochangesehenen Journal of Neuroscience veröffentlichen hatte. In der Studie wurde untersucht, wo Begriffe, die mit Sinneswahrnehmung zusammenhängen, wie zum Beispiel Telefon, damit das Klingeln des Telefons, in die Hirnrinde lokalisiert sind. Eine ganz klassische, klare neurowissenschaftliche, sehr gute Arbeit, wobei allerdings der Praxisbezug zur Schule, ich glaube, nicht nur von mir, nicht zu erkennen ist. Mittlerweile hat jedoch eine Klärung und Fokussierung des Arbeitsgebietes stattgefunden. Die Neuropädagogik wird als der Bereich der Hirnforschung betrachtet, der die Lernprozesse des Gehirns erforscht, um die pädagogischen Konzepte vor allem der Schule zu verbessern. Obschon diese Haltung mehrheitlich von den meisten seriös arbeitenden Gruppen geteilt wird, ist die Abgrenzung von Nachbardisziplinen wie der Pädagogik, Verhaltensforschung und Psychologie nicht immer einfach. Und auch ich werde Ihnen gleich einige Ergebnisse vorstellen, die nicht als Hirnforschung im strengeren Sinne anzusehen sind, jedoch Rückschlüsse auf Hirnfunktionen zulassen. Wann aber wird Forschung am Menschen zur Hirnforschung? Ist es der Gebrauch neurowissenschaftlicher Methodik? Ist es der mehrheitliche Anteil an der Forschung, die sich auf naturwissenschaftlich messbare Parameter des Organs Gehirn bezieht? Das ist eine offene Frage und die Antwort wird auch heute Abend nicht beantwortet werden, weshalb ich lieber die Frage nicht beantworte und mit einer kleinen Anekdote abschließen möchte. Als Geschäftsführer der Hertie-Stiftung bekam ich einmal einen Antrag auf molekulare Astrophysik. Als ich den Antrag stellte und darauf hinwies, dass wir Neurowissenschaften fördern, Hirnforschung, aber nicht Physik, blickte er mich ganz erstaunt an und sagte dann, aber das passt doch, man braucht doch ein Gehirn, um molekulare Astrophysik zu betreiben. So kann man es sehen, so wird die Neurowissenschaft unser ganzes Leben durchdringen. Aber lassen Sie mich bitte zur Neuropädagogik zurückkommen. Als Abgrenzung zu den anderen Bereichen der Hirnforschung, die sich mit Lernvorgängen im Gehirn befassen, sind drei besondere Charakteristika zu nennen. Das eine ist die Interdisziplinarität. Es ist nicht nur der Wille, sondern es ist das Prinzip der neuropädagogisch arbeitenden Gruppen, dass sie mit Pädagogen, Psychologen etc. zusammenarbeiten, gemeinsam Konzepte entwickeln, aber auch die Ergebnisse dieser anderen Disziplinen berücksichtigen. Das zweite ist die Praxisorientierung. Es geht nicht um einen theoretischen Erkenntnisgewinn, sondern die Ergebnisse der Neuropädagogik sollen konkret und unmittelbar Lehrern und Schülern nutzen. Und das dritte ist der Systemansatz. Das heißt, im Vordergrund steht die Untersuchung systemischer Hirnfunktionen. Also Ansätze, wie sie zum Beispiel von der Systemneurobiologie oder der neurowissenschaftlichen Kognitionsforschung getroffen werden und bei denen es darum geht, wie ganze Hirnbereiche arbeiten oder zusammenarbeiten. Nun, die Forschungsschwerpunkte der Neuropädagogik in den letzten Jahren haben sich vor allem auf einige Themen konzentriert und sind klassische Themen der Schule, eher gesagt der Grundschule. Vor allem Lesen und Rechnen und es sind die systemischen Funktionen der Hirnrinde beim Erlernen dieser Fähigkeiten. Es ist aber auch so, dass vor allem die Störungen dieser Funktionen, also Lese- und Rechenstörungen, von den Neuropädagogen mit Vorrang untersucht werden. Andere Themen des schulischen Lernens wie Schreiben, Kreativität, Aufmerksamkeit und soziale Fähigkeiten werden dagegen deutlich weniger untersucht. Wenn man nun die Forschungspublikationen, die anderen veröffentlichten Ergebnisse überblickt, die wissenschaftlichen Übersichtsarbeiten zum Stand der Neuropädagogik kritisch liest und auch die Arbeiten heranzieht, die in der Neuropädagogik arbeitenden Wissenschaftler selbst als Ergebnis und Weiterentwicklung ihres Feldes ansehen, so lassen sich die bisherigen Ergebnisse im Grunde genommen in drei Bereiche einteilen. Und über diese drei Bereiche möchte ich im Folgenden sprechen. Das eine ist die Widerlegung von Neuromythen. Was sind Neuromythen? Mit dem hohen Interesse an den Neurowissenschaften sind eine Reihe von Ergebnissen in die Öffentlichkeit gelangt, die zum Teil zu vereinfacht dargestellt wurden und die teils zu einseitig interpretiert wurden. Es entstanden sogenannte Neuromythen, wie die Neurowissenschaft sie selbst nennt,
also falsche Aussagen, die zu falschen Rückschlüssen auf den Schulunterricht geführt haben. Auch haben einige kommerzielle Anbieter aus solchen Überinterpretationen Lehrkonzepte entwickelt, die nutzlos und vielleicht sogar schädlich für Schüler sein können. So sind zum Beispiel, ist zum Beispiel gesagt worden, es ist sehr populär, dass es linkshirnige und rechtshirnige Lerner gibt. Solche Lernkonzepte für linkshirnige oder rechtshirnige Lerner werden auch kommerziell angeboten. Dabei wurden die Befunde der Hirnforschung zur Lokalisation einzelner Hirnfunktionen in primär einer Hirnhälfte, wie zum Beispiel der Sprache, wo die meisten Funktionen der Sprache links im Gehirn lokalisiert sind, wurden diese Befunde fälschlich auf das gesamte schulische Lernen generalisiert. Das ist aber Unsinn. Also, wir lernen als Menschen nämlich alle ziemlich gleich. Entweder lernen wir mit der Zusammenarbeit beider Hirnhälften oder bei einzelnen sehr seltenen Funktionen lernen wir primär mit derselben Hirnhälfte. Aber eine interindividuelle Varianz, in dem Sinne, dass der eine Mensch mehr mit der linken Hirnhälfte eine Fähigkeit lernt, dieselbe Fähigkeit aber bei den anderen Menschen mehr mit der rechten Hirnhälfte gelernt wird, eine solche Aufteilung gibt es nicht. Sehr verbreitet ist auch die Ansicht, dass zuckerhaltige Ernährung bei Kindern zu Hyperaktivität und verminderter Aufmerksamkeit führt. Das hat zu ganzen zuckerfreien Schulen geführt. Diese mittlerweile durch Kontrollstudien mit Placebos widerlegte Annahme beruhte vermutlich auf einer einzigen Studie, die fehlerinterpretiert wurde, nämlich eine Studie, die hyperaktive Kinder untersucht hatte und gezeigt hatte, dass die hyperaktiven Kinder einen erhöhten Zuckerkonsum haben. Es ist natürlich klar, dass eine solche Korrelation keine Kausalität darstellt. Auch dieser Satz, zuckerhaltige Ernährung führt zu Hyperaktivität, ist falsch. Auch der zuckerhaltige Riegel vor der Klassenarbeit ist nicht schädlich. Nur eine kleine Bemerkung, das Traubenzuckerfuttern während der Klassenarbeit sollte man vorsichtshalber lassen. Ich weiß nicht, ob hier Schüler im Raum sind. Ist ein Schüler da? Einer? Super, zwei, drei, vier, super, das ist toll. Also Tipp an Sie, Traubenzuckerfuttern während der Klassenarbeit nicht machen, denn es kommt zwar zu schnellen Blutzuckeranstiegen, aber dann auch wieder reaktiv durch die Reaktion des Körpers darauf zu starken Blutzuckerabfällen. Bei Sportlern wird das als Leistungseinbruch beschrieben nach Traubenzuckeraufnahme und es kann auch offensichtlich zu Unterschreiten des normalen Blutzuckerspiegels kommen. Als drittes Beispiel für einen Neuromythos ist noch die sehr populäre Ansicht zu nennen, der Mensch benutze nur 10% seines Gehirns. Angeblich sollen sogar in den USA 50% der Lehrer daran glauben, was auch durchaus Rückschlüsse auf die Schüler zulässt. Woher dieser Mythos kommt, ist unklar. Vielleicht aus den frühen Anfängen der Hirnforschung, als man in der Neurochirurgie die Hirnrinde systematisch gereizt hat. Man fand dann nur, dass bei ungefähr 10% der Fläche, die man reizte, es zu Muskelreaktionen, also zu Muskelzuckungen kam. Während bei der Reizung der anderen 90% keine offensichtlichen Bewegungen zu registrieren war. Woher es auch immer kommt, das Gehirn ist ein hochoptimiertes und sich ständig selbst weiter optimierendes System, das ständig an den Grenzen arbeitet. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass Kapazitäten ungenutzt bleiben. Und die heutige Hirnforschung hat keinen Anhalt, dass es Hirnareale gibt, die ohne Funktion sind. Die Neuropädagogik hat hier durch ihre Publikationen dazu beigetragen, die Unsinnigkeit solcher Aussagen, aber auch den Fehler solcher kommerziellen Lehrangebote deutlich zu machen oder auch einzelne solcher Angebote zu überprüfen, um zumindest auf neurowissenschaftlicher Basis die Wirksamkeit zu prüfen. Zum Beispiel, ob durch solche Angebote auch die normalen, mit der Leistung assoziierten funktionellen Netzwerke im Gehirn angelegt werden. Weiterhin sind viele der neuropädagogischen Arbeitsgruppen auch dazu übergegangen, den direkten Kontakt mit den Lehrern zu suchen, um den Lehrern über Beratungsangebote bei den vielfältigen Produkten zu Brain-Based Learning Entscheidungshilfen zu geben oder immer über gemeinsame Gesprächsrunden die Bedürfnisse und Erwartungen der Lehrer an die Hirnforschung, an die Neuropädagogik besser zu verstehen. So viel also zu den Neuromythen, das ist das erste Gebiet. Als zweites großes Arbeitsgebiet der Neuropädagogik ist das Lesen zu nennen. Gehen wir zurück auf den 15. November 1887. Den Quellen nach soll es ein schöner Tag in Paris gewesen sein. Und es war der Tag, an dem der französische Neurologe Joseph-Jules Descherin zum ersten Mal seinen Patienten Herrn C. bekennen lernte, der ihn berühmt machen sollte.
Herr C. war ein pensionierter Seemann, Musikliebhaber und begeisterter Leser, der einige Tage vorher im Sessel sitzend schlagartig bemerkt hatte, dass er nicht mehr in dem Buch, das er gerade las, weiterlesen konnte. Herr C. hielt dies zunächst für ein Augenproblem und ging zum Augenarzt, der aber schnell feststellte, dass es sich wohl um eine Störung des Gehirns handeln musste. Von hier kam er zu Degerin, der ihn intensiv untersuchte. Er stellte fest, dass Herr C. nicht mehr ein einziges Wort lesen konnte, aber er konnte sprechen, Gegenstände benennen und er konnte auch schreiben. Aber wenn er geschrieben hatte, konnte er das von ihm selbst Geschriebene nicht mehr lesen. Degerin schrieb in seinen Notizen, Zitat, er glaubte, er habe den Verstand verloren, weil er verstand, dass die Zeichen, die er nicht mehr erkennen konnte, Buchstaben waren. Zitat Ende. Nach dem Tod von Herrn C. untersuchte Degerin das Gehirn und fand als Folge eines Schlaganfalls eine umschriebene Schädigung im linken hinteren seitlichen Bereich des Gehirns, eine Struktur, die wir Gyrus fusiformis nennen, ungefähr hier. Hier ist schematisch dargestellt eine seitliche Aufsicht auf das Gehirn, ganz genauer gesagt auf die linke Seite, also auf die linke Hirnhälfte. Das ist wichtig. Diese Region, also der Gyrus fusiformis, hat sich seitdem als entscheidend für die Verbindung des gesehenen Wortes, der Sehkortex nämlich, liegt nämlich dahinter, mit dem gehörten Wort herausgestellt. Der Hörkortex liegt unmittelbar davor. Und genau das ist Lesen, nämlich die Assoziation eines vom Hören bekannten Klanges mit sichtbaren Zeichen, also einer visuellen Form. Die Region wird entsprechend als visuelle Wortformregion oder visuelles Wortformareal bezeichnet. Nun, wenn man die Aktivität dieses Areals registriert, dann stellt man fest, dass etwa 150 bis 200 Millisekunden nach Zeigen eines Wortes selektiv in dieser Region Aktivierungen zu finden sind, die auch nicht auftreten, wenn es sich um andere Zeichen, zum Beispiel Zahlen oder unbekannte Zahlen, Symbole handelt, wenn es andere Zeichen sind, fremdartige Zeichen, wenn es eine fremde Sprache ist oder wenn unbekannte Buchstaben auftreten. Die Neuropädagogik hat sich nun die Entwicklung besonders dieser für das Lesen offenbar zentralen Region beim Lesen lernen vorgenommen. Dabei benutzt sie eine moderne Methode, eines der Hauptinstrumente der Neuropädagogik, die funktionelle Kernspintomographie. Bei dieser Methode misst man die Durchblutung über der Erfassung der Menge von Wasserstoffatomen, die bestimmte Eigenschaften haben. Hintergrund ist, wenn die Nervenzellen aktiv sind, verbrauchen sie mehr Energie. Der Energieverbrauch führt reaktiv zu einer Erweiterung der Blutgefäße, damit Energie nachgeliefert wird, Energie, frisches Blut mit Sauerstoff, Nährstoffen in diesen Bereich gebracht wird. Es kommt also mehr Blut in die Region, damit mehr Wasserstoffatome und das kann man messen. Man vergleicht dann die Situation im Ruhezustand, also die Durchblutung im Ruhezustand, mit der Testsituation, zum Beispiel beim Lesen. Die Unterschiede in der Durchblutung des Gehirns geben dann Rückschlüsse, welcher Teil des Gehirns beim Lesen besonders aktiviert wird. Sie sehen, die Methode der funktionellen Kernspintomographie ist also sehr indirekt, denn man misst nicht die Aktivität der Nervenzellen selbst, sondern man misst die Durchblutung, also etwas Sekundäres. Zudem ist die Lokalisation einzelner Fähigkeiten des Menschen nur auf eine eng begrenzte Stelle des Gehirns häufig falsch. Ich möchte Ihnen das zeigen. Ich bewege jetzt meinen Finger, drücke auf eine Maustaste, um zum nächsten Bild zu kommen. So, was ist dabei in meinem Gehirn passiert? Wir wissen relativ genau, wo die Nervenzellen liegen, die für die Steuerung der Muskeln zuständig sind, die ich gerade bewegt habe. Die liegen ungefähr hier. Das ist der primärmotorische Kortex. Aber um die Bewegung zu machen, brauche ich nicht nur Motivation, sondern ich muss auch eine Entscheidung für diese willentliche Bewegung treffen. Das ist eine Region, die als supplementärmotorischer Kortex bezeichnet wird. Nun, um eine Bewegung auszuführen, muss sie geplant und vorbereitet werden. Das ist die Aufgabe des prämotorischen Kortex. Ich muss die Berücksichtigung der Sinnesinformation dabei haben. Das heißt, wie zum Beispiel meine Hand gerade steht, etc. Aufgaben des posteroparietalen Kortex. Es handelt sich um eine räumliche Aktivität. Ich brauche Informationen über den Raumzustand. Parietotemporaler Kortex. Für übergreifende Planung und gezielte Aufmerksamkeit, die ich für diese Aktion zweifellos brauche, ist der prämotorische Kortex zuständig. Die Anpassung der Bewegung an die schon vorhandene Situation, der Muskelstellung etc. ist Aufgabe des Kleinhirns. Und natürlich treffe ich die Taste nur, wenn dabei das Sehsystem eingeschaltet ist, die Aufgabe des visuellen Kortex. Sie sehen also,
meine Damen und Herren, das ist Lokalisation von Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Drücken einer Computertaste, die sicher nicht, glaube ich, zu den höchsten geistigen Leistungen gehört, zu denen ich fähig bin, dass allein schon diese einfache Aktion weite Teile des Gehirns involviert. Lokalisation von anderen Fähigkeiten, also vor allem noch höheren, sogenannten hohen Hirnleistungen des Menschen, auf einzelne begrenzte Hirnregionen sind daher in der Regel grobe Vereinfachungen. Aber zurück zum Lesen, Lernen und zur Neuropädagogik. Wenn man das Lesen, Lernen zum Beispiel bei Kindern mit neurowissenschaftlichen Methoden wie der funktionellen Kernspintomographie untersucht, hat man festgestellt, dass bei frühen Stadien die Lesefähigkeit nicht nur das visuelle Wortformareal, von dem ich immer gerade gesprochen habe, aktiviert wird, sondern auch andere Bereiche des Gehirns beim Lesen lernen. Dies sind unter anderem in beiden Hirnhälften vorne liegende Bereiche, der präfrontale Kortex, der mit Aufmerksamkeit, Planung und Arbeitsgedächtnis zu tun hat. Mit der Zunahme der Lesefähigkeit nun, das heißt mit dem Training und mit dem immer besser werden beim Lesen, wird die Aktivierung nun verlagert. Und zwar in der Weise, dass die Aktivierung gleichsam auf das visuelle Wortformareal konzentriert wird und die Aktivierung sowohl der Bereiche der rechten Hirnhälfte als auch der vorderen Hirnanteile nehmen ab. Wir haben also eine Verlagerung von rechts nach links und wir haben eine Verlagerung von hinten nach vorne. Und es wird, wie Sie sehen, deutlich weniger Bereich von Hirn eigentlich für die dann gelernte Fähigkeit benötigt. Diese Verlagerung und zunehmende Aktivierung des visuellen Wortformareals ist bei Kindergartenkindern noch nicht vorhanden, also bei solchen, die nicht lesen können, tritt aber schon ab geringen Lesefähigkeiten auf und die Konzentrierung auf dieses Areal steigert sich über viele Jahre bis ins Erwachsenenalter hinein. Nun, Kinder, die trotz normaler Intelligenz große Schwierigkeiten beim Lesenlernen haben und die Störung, die wir als Dyslexie bezeichnen, eine Störung, die je nach Statistik 5-15% eines Jahrgangs ausmachen soll. Solche Kinder zeigen im Vergleich mit anderen Kindern desselben Alters, oben habe ich normale und sozusagen die Kontrollgruppe und Kinder mit Dyslexie. Diese Kinder mit Dyslexie zeigen eine stärkere Aktivierung der anderen beim Lesenlernen involvierten Hirnbereiche, also vor allem der vorderen und der rechten Gehirnanteile. Nach dem Absolvieren von speziellen Trainingsprogrammen verbessert sich nicht nur die Lesefähigkeit, sondern auch die Fokussierung der Aktivität der Hirnrinde auf das visuelle Wortformareal nimmt in den meisten Fällen zu, was man also durchaus als ein Erfolg des Trainings und als eine Art Reparaturmechanismus auffassen kann. In einigen Fällen, das soll aber auch nicht verschwiegen werden, kommt das dagegen nicht zu diesem Muster, was sich also wieder in der Normalität annähert, sondern es kommt zu einer weiteren Verstärkung der frontalen Aktivierung. Das Lesen-Lernen erfolgt in diesen Fällen dann wohl nicht über die Etablierung des üblichen Netzwerkes, sondern durch den Aufbau eines kompensatorischen Netzwerkes. Die Neuropädagogik hat nun lange und versucht es immer noch, Möglichkeiten zu entwickeln, Kindern mit Dyslexie möglichst frühzeitig und vor dem Schuleintritt zu identifizieren, um so frühzeitig und damit vermutlich sehr viel effizienter als sonst intervenieren zu können. Obschon das Ziel noch nicht erreicht ist, konnten zumindest schon veränderte Aktivitätsreaktionen bei Neugeborenen aus Familien mit gehäuften Leseschwierigkeiten gefunden werden. Diesen Versuch möchte ich Ihnen hier einmal darstellen. Diese Veränderungen, die man dann bei Neugeborenen gefunden hat, also in der Hirnaktivität von Neugeborenen, korrelierten dann mit Jahre später auftretenden Leseschwierigkeiten. Aber hier einmal genau. Es wurde also bei Neugeborenen aus Familien ohne Leseschwierigkeiten und aus solchen, in denen häufig Dyslexie auftritt, wurden zwei Gruppen gebildet und diesen Kindern wurden dann die Silben ba, da oder ga häufig hintereinander vorgespielt. Also ga, 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 ga. Und synchron dazu die elektrischen Felder registriert, die bei der Nervenzellaktivität entstehen. Eine solche Registrierung ist hier beim roten Pfeil dargestellt. Es handelt sich um also elektrische Felder, die durch die Hirnaktivität entstehen und die von der Kopfoberfläche abgegriffen werden können, sogenannte Event-Related Potentials. Dabei ist die Auslenkung der Kurve nach unten zeigt ein positives Potenzial, die nach oben ein negatives. Es wurde nun gemessen, ob nach einem Zeitraum, also nach Einsetzen oder Nennung dieser Silbe, ungefähr nach einer halben Sekunde das elektrische Feld positiv oder negativ war und wie groß es war. Nehmen wir hier ein Beispiel. In dieser Kurve
Es sind Beispiele von Kindern aus Familien, die ein hohes Dyslexierisiko haben. Sehen Sie, dass es sich um einen positiven Wert handelt. Das kam auch beim Ergebnis heraus, wenn man die ganzen Kinder also mittelte. Kinder, die aus Risikofamilien kamen, hatten zu diesem Zeitpunkt primär positive Potenziale, die aus der Kontrollgruppe primär negative. So, und diesen Befund hat man nun genommen und hat dann 5 Jahre später die Lesefähigkeit der Kinder untersucht, eingeteilt zwischen die Lesefähigkeit zwischen +3 und -3, und hat sie dann aufgetragen gegen die Potenziale, die man damals bei den Neugeborenen gemessen hat. Also hier die positiven Potenziale, die wir vor allem bei den Risikokindern gefunden haben, und die negativen Potenziale bei den Normalen. Und was sich zeigte, war eine klassische Korrelation. Das heißt, wenn die Potenziale von Kindern sehr positiv waren, dann hatten sie eine sehr schlechte Lesefähigkeit, und waren die Potenziale sehr negativ, dann war die Lesefähigkeit sehr groß. Das heißt, im Mittel konnte man voraussagen, ob ein Kind, wenn man es als Neugeborene die Potenziale registriert hatte, konnte man im Mittel sagen, ob die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind später eine Lesestörung bekommt, ist hoch oder nicht. Hoch ist oder nicht. Was aber für den Mittelwert ganz gut funktioniert und für den Durchschnitt, funktioniert aber nicht für den Einzelnen. Das möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen. Das hier sind 2 Kinder, die beide ungefähr dieselben Potenziale hatten, nämlich leicht positive Potenziale. Und Sie sehen, das eine hat gute Lesefähigkeiten und das andere schlechte. Das heißt, für die Gruppe und im Durchschnitt kann man von einer Größe des elektrischen Feldes als Neugeborener, also von diesen Event-Related Potentials, auf das spätere Dyslexierisiko schließen, für den Einzelnen jedoch nicht. Die Korrelation ist zu schwach. Das Verfahren ist daher noch als Frühindikator für eine Dyslexie eines individuellen Kindes nicht geeignet. Wir haben hier aber einen Ansatz, der noch weitere Forschung und Entwicklung bedarf. Und der Beweis ist grundsätzlich erbracht, dass von einem neurowissenschaftlichen Parameter unmittelbar nach der Geburt auf das spätere Risiko einer Lesestörung geschlossen werden kann. Die Weiterentwicklung zu einer Früherkennung könnte sich als wirklicher Fortschritt für die Betroffenen herausstellen und den Pädagogen die Entwicklung geeigneter Lese-Lernkonzepte für diese Gruppe von Kindern ermöglichen. Den Nutzen, die Neurowissenschaft schon für einzelne Personen mit Dyslexie haben kann, zeigt auch ein anderes Beispiel. Bei der Untersuchung mit einer Person mit Dyslexie, die also jahrelang durch die Mühle der Förderprogramme gedreht wurde, stellte die englische Arbeitsgruppe, eine neurologische Arbeitsgruppe, anhand der Registrierung die Hirnaktivität fest, dass bei dieser Person der sehr seltene Fall einer Leseepilepsie vorlag. Das heißt, synchron und damit inhaltlich unsinnige Informationen wurde in den Nervenzellen der linken seitlichen Hirnhälfte beim Lesen ausgelöst und verhinderte damit die Sinnerfassung des Wortes. Für diese Person hatte in diesem Fall der neurowissenschaftliche Befund eine sehr klare und nützliche Konsequenz. Sie erhielt nicht mehr zusätzliche Kurse und Förderprogramme zur Verbesserung der Lesefähigkeit, sondern sie bekam schlicht und einfach ein Antiepileptikum, also ein Medikament, das die Auslösung der epileptischen Aktivität unterdrückte, wodurch das Problem der Dyslexie für diese Person gelöst war. Aber eben auch nur für diese Person. Meine Damen und Herren, neben der Entzauberung der Neuromythen und den Ergebnissen zum Lesen, Lernen und dessen Störung gibt es noch einen dritten Bereich, in dem die Neuropädagogik Ergebnisse erbracht hat, das Rechnen. Der große Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat einmal gesagt, Zitat, das Ziel von Bildung ist nicht, Wissen zu vermehren, sondern für das Kind Möglichkeiten zu schaffen, zu erfinden und zu entdecken. Zitat Ende. In seinen bedeutenden Forschungen zur Entwicklung der Fähigkeiten von Kindern hat er auch mathematische Fähigkeiten untersucht. Für ihn war es eindeutig. Kinder im Vorschulalter haben noch keinen Zahlensinn. Diesen Rückschluss zog er aus Verhaltensexperimenten. So zeigt er Kindern zum Beispiel 6 Sterne und 6 Blumen in der gleichen räumlichen Anordnung und fragt sie dann, ob es mehr Blumen oder mehr Sterne seien. Auch die Kinder im Vorschulalter, also Kinder, die noch keinen Mathematikunterricht genossen hatten, antworteten dann korrekt, dass es gleich viele seien. Als Piaget dann aber den Abstand zwischen den Blumen vergrößerte, sodass das Gesamtbild der Blumen hier auf der linken Seite größer wurde, antworteten die sehr jungen Kinder im Vorschulalter, dass es jetzt mehr Blumen als Sterne seien. Piaget schloss daraus, dass die jüngeren Kinder nach der Gesamtgröße der Menge urteilen und kein Verständnis von Zahlen haben.
Nun, in diesem Fall irrte Piaget, denn schon subtilere Verhaltensexperimente, die die nichtverbalen Reaktionen junger Kinder untersuchten, wiesen in eine andere Richtung. Denn Kindergartenkinder und selbst schon Säuglinge reagieren mit Überraschung, wenn sich bei zwei Bildern die Anzahl der Objekte deutlich verändert. Zwar noch nicht bei solchen Unterschieden, 5 oder 6 oder 4 oder 6, aber wenn es nur noch die Hälfte Objekte war, also die Unterschiede, ein Verhältnis von 2:1, in diesem Fall also 6 Objekten zu 3, schienen Säuglinge das mitzubekommen und zu merken. Die Unterscheidungsfähigkeit zwischen verschiedenen Anzahlen verbessert sich dann mit zunehmendem Lebensalter. Mit einem Jahr Lebensalter wird schon der Unterschied zwischen 12 und 8, also das Verhältnis von 3:2, wahrgenommen. Und bei Erwachsenen liegt die Grenze bei Unterschieden von 15%. Also ohne dass man zählt, auch bei größeren Mengen von 30, 40 oder mehr Objekten. Sind Sie dann davon überzeugt? Wenn nicht, macht aber auch nichts, denn wir machen jetzt ein kleines Experiment. Ich zeige Ihnen nun gleich zwei Mengen, zwei Bilder nebeneinander mit Sternen. Sie sollen mir dann bitte sagen, ob die Anzahl im linken oder im rechten Bild größer ist. Der Pferdefuß bei der Geschichte, Sie haben für die Entscheidung allerdings nur 2 Sekunden Zeit, damit Sie nicht zählen. Okay, alles bereit? 1, 2, 3. So, ich glaube, keiner von Ihnen konnte das zählen. Und jetzt die Frage. Wer ist dafür, dass links mehr Sterne sind? Und wer ist dafür, dass rechts mehr Sterne sind? Okay, das Ergebnis ist eindeutig, also ich würde sagen, richtig, Sie sind doch Kameramann, oder? Also es sind links mehr, das sage ich, verrate ich schon mal, und es waren ungefähr, ich würde mal sagen, so 95% haben gesagt, sind links mehr. Es war aber nicht einfach. So, jetzt kommt noch eine zweite Frage. Was schätzen Sie, wie viele Sterne waren es ungefähr? Auf dem linken Bild. 20, 30, 40. Gibt 3 Möglichkeiten. Wer ist für 20? Wer ist für 30? Wer ist für 40? So, jetzt kommt die Auflösung. Aha, also auf der linken Seite waren es mehr und es waren, wie gesagt, 95% haben gesagt, es sind auf der linken Seite mehr. Es war nicht ganz einfach, weil der Unterschied zwischen 40 und 34 sind genau die 15%. Also das ist nicht ganz trivial. Trotzdem haben Sie es festgestellt, ob schon Sie es nicht zählen konnten. Und selbst ohne, dass Sie zählen konnten, die Einschätzung der Zahl, nämlich dass es ungefähr von 40 waren, ist von mehr als der Hälfte hier der Teilnehmer richtig angegeben worden. Also wir können auch daraus schließen, dass auch die anderen Untersuchungen zum Zahlensinn von Kindern also durchaus vernünftig sein können. Meine Damen und Herren, der Zahlensinn ist wichtig für Abschätzungen. Und er stellt eine Voraussetzung für das Rechnen dar. Auch wenn wir entscheiden sollen, welche von zwei Zahlen größer ist, brauchen wir einen Zahlensinn. Dabei nimmt die Geschwindigkeit der Antwort ab und die Fehlerhäufigkeit zu, wenn der Abstand zwischen den Zahlen klein ist. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, was ist größer, 31 oder 65, dann können Sie die Antwort zwar nur Bruchteile von Sekunden schneller geben, als wenn ich Sie frage, was ist größer, 59 oder 65. Und diese Unterschiede oder diese Fähigkeit, das ist etwas, was wir als Zahlensinn bezeichnen. Für den Zahlensinn konnten erst durch Tierexperimente und dann durch die Neuropädagogik auch beim Menschen, durch die funktionelle Kernspintomographie, konnte eine relevante Hirnregion identifiziert werden. Sie liegt im hinteren oberen Teil des Gehirns und ist der horizontale Abschnitt des sogenannten intraparietalen Sulcus. Diese Region ist besonders aktiv, wenn Kinder und Erwachsene sich mit Zahlen beschäftigen, an sie denken, Zahlen sehen, Zahlen aussprechen oder wenn sie rechnen. Die Aktivierung nimmt zu, wenn der Zahlenvergleich schwieriger oder wenn die Zahlen größer werden. Und es gibt noch eine Reihe anderer Befunde. Wenn man zum Beispiel aus diesem Bereich ableitet, was man bei Affen gemacht hat, einzelne Nervenzellen, dann findet man einzelne Nervenzellen, die nur spezifisch auf einzelne Zahlen oder Mengen ansprechen. Also nur auf die Zahl 3, eine andere Nervenzelle nur auf die Zahl 6 und so weiter. Zudem führen Schlaganfälle, die zu Gewebsuntergang in dieser Region führen, zu Störungen des Rechnens. Und bei einer Gruppe von Kindern mit Rechenschwierigkeiten, die besonders in der Zahlenunterscheidung und in der Schätzung von Anzahlen lag, wurde eine geringere Aktivierung dieser Hirnregion im Vergleich zum Durchschnitt gefunden. Schließlich gibt es, weiß man noch, etwas von Krankheiten. Auch beim Turner-Syndrom, einer genetischen Störung mit vielfältigen Fehlbildungen, haben die Kinder eine Dyskalkulie, also eine Rechenschwäche, und Fehlbildungen im Bereich des intraparietalen Sulcus. Und eine Studie an Kindern, die stark untergewichtige Frühgeborene untersucht hat und die ausgeprägte Rechenprobleme entwickelt haben, zeigt auch hier eine unterdurchschnittliche Menge an grauer Substanz.
eben im Bereich des intraparietalen Sulkus. Die Bedeutung dieser Region für den Zahlensinn und für das Abschätzen von Mengen und Größen zeigt auch eine Untersuchung mit der Ableitung der elektrischen Felder des Gehirns. Wenn man 5-jährigen Kindern und Erwachsenen Punktmengen oder Zahlen zeigt und ihnen die Aufgabe gibt, ist die Zahl oder die Menge größer als 5, dann musst du den Knopf in der linken Hand drücken, und wenn sie größer als 5 ist, den mit der rechten Hand. Wenn man diese Aufgabe stellt, so zeigt sich, dass Erwachsene diese Aufgabe wesentlich schneller lösen können. Das heißt, Erwachsene drücken den Knopf in der Regel so bei ungefähr 450 Millisekunden. Kinder brauchen fast viermal so lange, nämlich 1,6 Sekunden. Die elektrischen Felder, wenn man die während dieser Aufgabe, die elektrischen Felder von der Schädeloberfläche ableitet, wie das hier unten gezeigt ist, auf der linken Seite Erwachsene, auf der rechten Seite Kinder, dann zeigt sich zum einen, dass die Amplituden bei den Erwachsenen kleiner sind als bei den Kindern. Das ist aber nicht das Spannende, sondern das Spannende ist der Zeitverlauf. Und wenn Sie sehen, wie lange es dauert bis zu dieser nach unten gehenden Welle, dann sehen Sie, dass der Abstand ungefähr gleich ist. Das heißt, die Verarbeitungsprozesse zum Abschätzen von Mengen und Zahlen erfolgen in dieser Hirnregion schon bei Kindern offensichtlich genauso schnell wie bei Erwachsenen. Wodurch kommt dann die langsame Reaktion zustande? Wahrscheinlich durch die nachgeschalteten Verarbeitungsschritte im Gehirn, zum Beispiel bei der Bewegungssteuerung, die ja dann notwendig ist, um überhaupt den Knopf dann zu drücken. Aus dieser und anderen Untersuchungen kann man schließen, dass in diesem Fall Piaget irrte. Erfassen von Mengen, also an Zahlensinn, ist schon in frühem Kindesalter vorhanden, ja, ist vielleicht angeboren. Die weiteren Verarbeitungsreaktionsschritte entwickeln sich dann aber erst mit dem Alter. Für das Rechnen scheint aber diese Region der intraparietale Sulkus offenbar nicht auszureichen. Dazu gibt es eine interessante Studie in den USA, die gezeigt hat, dass Sprache für das Rechnen eine wichtige Rolle spielt. So hat man Studenten genommen, die fließend Englisch und Russisch sprechen konnten, Englisch als Muttersprache, Russisch sehr gut gelernt, und hat ihnen Aufgaben gegeben. Und es stellte sich fest, dass das bei den Schätzungen, also was ich gerade mit Ihnen hier als Experiment gemacht habe, bei den Schätzungen hinsichtlich Fehler als auch Geschwindigkeit die Sprache keine Rolle spielte. Das heißt, bei Schätzungen waren die im Englischen genauso schnell wie im Russischen. Wenn man aber sie jetzt rechnen ließ, dann konnten die Amerikaner halt im Englischen schneller rechnen als im Russischen. Das spricht schon einmal sehr für getrennte Prozesse. Zahlensinn und Rechenfähigkeit sind offensichtlich nicht dasselbe. Aber wo ist die Rechenfähigkeit im Gehirn lokalisiert? Auch hier geht die Antwort weit zurück, nämlich auf das Jahr 1940. Der Wiener Arzt Josef Gerstmann hatte wohl erstmalig im Jahr 1924 einen Patienten gesehen, der vermutlich kriegsbedingt eine Schädigung auf der linken Seite des Gehirns hatte. Diese Region heißt Gyrus angularis. Das Auffälligste bei ihm, das schaffe ich glaube ich, war die Rechenunfähigkeit. Aber es war nicht das Einzige, er hatte auch noch eine Störung des Schreibens, der Fingerwahrnehmung und der Rechts-Links-Orientierung. Gerstmann war von der Symptomatik fasziniert und konnte im Laufe der nächsten Jahre mehrere Fälle zusammentragen, auch nachdem er 1938 vor dem Terror der Nazis nach Amerika floh. 1940 veröffentlichte er dann seine Erkenntnisse im Archives of Neurology and Psychiatry. Diese Veröffentlichung brachte ihm nicht nur die Bezeichnung des Symptomenkomplexes als Gerstmann-Syndrom ein, sondern war auch der erste Hinweis, dass diese Region der Gyrus angularis für das Rechnen von besonderer Bedeutung ist. Die Neuropädagogik hat nun auch die Bedeutung dieser Region für das Rechnen bestätigt und damit auch die Verbindung zur Sprache gezeigt. Der Gyrus angularis ist nämlich Teil eines höheren Assoziationszentrums des Gehirns, die verschiedene Leistungen zusammenbringen. Es ist zudem Teil eines Faserbündels, das mit Sprachverständnis verbunden ist. Die Aktivierung von Spracharealen beim Rechnen deutet darauf hin, dass gehörte und gelesene Worte offensichtlich erst einmal in Worte übersetzt werden, also gehörte und gelesene Zahlen erst einmal in Worte übersetzt werden oder assoziiert werden, bevor sie für Rechenoperationen verwendet werden. Zudem sind Rechenstörungen häufiger bei Gewebszerstörungen in der linken Hirnhälfte, also der Hälfte, die für die Sprache eine größere Bedeutung hat. Zahlen haben aber jedoch nicht nur eine neuronale Korrelation mit Worten, sondern auch mit Raumwahrnehmung. Das überrascht vielleicht, aber schon Kindergartenkindern, die also keine Ahnung von Mathematik haben,
Wenn man denen eine Messleiste vorlegt und sagt, hier ist 1 und dort ist 100 und sie sollen sagen, wo eine kleine Zahl ist, zum Beispiel 5 oder eine große wie 53, dann ordnen sie automatisch die kleinen Zahlen in kurzen Abständen zu und den großen in langen. Und auch wenn man sagt, stell mal 5 dar oder stell mal 30 dar, dann werden sie bei den großen Zahlen halt große Bewegungen machen und bei den kleinen kleine. Und auch bei Naturvölkern, die keine Schule durchlaufen haben, werden Zahlen und Raum selbstverständlich miteinander verbunden. Die Wahrnehmung von Raum wird aber auch in der parietalen Hirnregion lokalisiert, und zwar in der Nachbarschaft oder sogar überlappend mit der Region, die mit Zahlen, Sinn, Mengenschätzung und Rechnen in Verbindung gebracht werden. Die Hirnforschung geht also von mehreren Systemen aus, die beim Rechnen zumindest teilweise voneinander unabhängig aktiviert werden. Den Zahlensinn, das Rechnen über die Versprachlichung und die Verbindung von Zahl und Raum. Insgesamt ergibt sich ein Zentrum für das Rechnen im Bereich des hinteren Gehirns, im Bereich des hinteren parietalen Kortex. Bei Kindern wird beim Rechenlernen nach Bildgebungsstudien zunächst auch, wie beim Lesen, der präfrontale Kortex stärker involviert, der für Aufmerksamkeit, Planung und Arbeitsgedächtnis zuständig ist. Mit zunehmendem Lebensalter und Routine beim Rechnen nimmt dann, auch wieder analog wie beim Lesen, die Aktivierung dieser vorn liegenden Hirnanteile beim Rechnen ab. Die Involvierung von Hirnrinnenarealen wandert gleichsam also von vorne nach hinten, und ein Teil der Rechenfunktionen des Gehirns, vor allem die sprachlichen Rechenleistungen, werden auch von rechts nach links verlagert. Die anderen, wie der Zahlensinn, bleiben allerdings bilateral. Und das ist der Unterschied vom Lesen, wo wir also primär die Verlagerung auch nach links haben. Beim Rechnen, also bei den mathematischen Funktionen, haben wir eine sehr viel stärkere beidseitige Lokalisation. So viel also zum Rechnen. Neben diesen beiden klassischen Disziplinen der Schule, Lesen und Rechnen, gibt es unter den ganzen Herausforderungen des schulischen Lernens nur noch wenige Felder, die von der Neuropädagogik angegangen werden. Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsstörungen, ein Problem in der Schule, noch am Rande, aber es wird eher in der Psychologie behandelt. Kreativität und soziale Fähigkeiten gibt es sehr wenig Untersuchungen und eigentlich keine klaren Befunde. Beim Phänomen der Motivation oder Begeisterung für Lerninhalte fehlen eindeutige neurowissenschaftliche Ergebnisse, wobei man indirekt schon einiges über die vom Gehirn gesteuerten Körperfunktionen lernt. Das betrifft zum Beispiel die Steuerung der Pupillenweite. Es ist nämlich so, dass die Pupillenweite durch den Sympathikus aktiviert wird oder gesteuert wird, und die Pupillenweite ist ein Zeichen dafür, wie aufregend oder spannend man etwas findet, was man also zum Beispiel gerade sieht. Das macht sich die Werbeindustrie zunutze, indem die Probanden Bilder zeigt und untersucht, ob sich die Pupillen erweitern oder nicht. Und das klappt auch ganz hervorragend. Also ich habe dann immer, meinen Studenten stelle ich dann immer die Frage, was führt bei Männern zu Pupillenerweiterung? Und die Antwort kommt in der Regel richtig: nackte Frauen. Also ab und zu kommt mal Fußball und Autos, aber das sind Ausnahmen. In der Regel ist die Antwort richtig. So. Meistens lachen dann die weiblichen Studenten an der Stelle, dann kriegen sie auch ihr Fett weg. Nämlich bei Frauen funktioniert das genauso. Frauen reagieren auch mit Pupillenerweiterung auf nackte Männer, aber nur auf einige, so Typ Brad Pitt und so, sonst nicht. Und das funktioniert auch bei Homosexuellen. Also homosexuelle Männer reagieren zum Beispiel nur mit Pupillenerweiterung auf nackte Männer, nicht aber auf nackte Frauen. Aber das für mich ultimative Experiment war dann Babyfotos. Frauen, Pupillenerweiterung, Männer, nichts. Meine Damen und Herren, von der Pupillenweite, die uns auch nicht so richtig bei der Neuropädagogik weiterbringt, zurück zur Entwicklung der Schreibfähigkeit. Schreibfähigkeit ist natürlich, Schreiben ist ein ganz wichtiges Fach auch in der Schule, aber es gibt auch hier nur sehr wenige Untersuchungen. Das ist erstaunlich. Man kann über den Grund nur spekulieren. Vielleicht ist es der, dass isolierte Schreibstörungen sehr viel seltener sind als isolierte Lesestörungen oder auch Leserechtschreibschwächen. Das Erlernen des Schreibens scheint für das Gehirn kein besonders großes oder spezifisches oder isoliertes Problem zu sein. Es ist eher eine Frage des Lesenkönnens und der allgemeinen Feinmotorik, sodass meist generelle Probleme der Steuerung der Fingerbewegung mit Schreibstörungen verbunden sind. Wie auch immer, über das Schreiben wissen wir wenig. So, damit darf ich jetzt die Ergebnisse der Neuropädagogik zusammenfassen. Man könnte es vielleicht 4 Punkte nennen. Wenn ich es vergessen, merke ich gerade. Das ist zum einen die Lokalisation von wichtigen funktionellen Zentren für Lesen und Rechnen.
Das sind die altersbedingten und leistungsabhängigen Veränderungen der lokalisierbaren Zentren. Auch hier für Lesen und Rechnen. Es ist die Aufdeckung der gestörten Aktivierung der normalen funktionellen Zentren, vor allem bei Dyslexie, also bei Lesestörungen. Und es ist der Ansatz, den ich gezeigt habe, das Prinzip eines Frühindikators für Dyslexie. Ich überlasse es Ihnen, um zu entscheiden, ob das viel oder wenig ist. Aber für mich ist aus diesen Ergebnissen verständlich, dass es doch eine heftige Kritik an den Neurowissenschaften kommt. Denn sie hat bislang keine Ergebnisse erbracht, die praktische Auswirkungen auf die Schule oder für die Schüler haben. Wenn man von einzelnen Kindern absieht, die nachweisbare Störungen von Hirnfunktionen haben, ich denke an die Dyslexie, ich denke auch an den Patienten mit der Leseepilepsie. Sondern es kommt noch etwas anderes hinzu, nämlich viele Befunde aus der Neuropädagogik haben keinen pädagogischen Neuigkeitswert, sondern sind nur eine Ergänzung bekannter pädagogischer oder neurowissenschaftlicher Erkenntnisse um Lokalisationsorte. Ich glaube also, insgesamt ist die Bilanz noch relativ schlecht und neben dem geringen Alter Disziplin, den man der Neuropädagogik zugrunde halten muss, denke ich, liegt das auch an grundsätzlichen Grenzen, die diese Disziplin hat. Es stellt sich die Frage, ob dies nur eine Frage der Zeit oder besseren neurowissenschaftlichen Experimente ist oder ob es auch grundsätzliche Punkte gibt, die die Erkenntnismöglichkeiten der Hirnforschung im Feld der Schulpädagogik limitieren. Ich bin davon überzeugt, dass es das Zweite ist. Und mit diesen Grenzen der Hirnforschung möchte ich mich jetzt weiter befassen. Die Grenzen der Neuropädagogik. Der erste Punkt: Das Gehirn ist nicht der ganze Mensch. Die Schule erzieht Menschen, keine Gehirne. Es besteht kein Zweifel, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das Gehirn das zentrale informationsverarbeitende System des Menschen ist. Aber ist es alles? Man muss nicht gläubig sein und an eine materieunabhängige Seele glauben, die wir als Naturwissenschaftler weder beweisen noch leugnen können. Aber man muss davon ausgehen, allein, dass es einen zusätzlichen Faktor neben dem Gehirn gibt, der menschliches Verhalten unabhängig von neurowissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeiten beeinflusst. Auch wenn man nicht so weit geht und nur einen ganzheitlichen Ansatz denkt, der andere Körperfunktionen und Aspekte des Menschseins einbezieht und bedenkt, dass ein Gehirn in einem Körper ein sehr viel komplexeres System schafft als ein Gehirn alleine, dann muss man sich fragen, ob die Reduktion eines so vielschichtigen Vorgangs wie das schulische Lernen von Kindern allein auf das Gehirn nicht eine unzulässige Simplifizierung darstellt. Mein zweiter Punkt ist, Lernen ist ein individueller Prozess. Das Lernen eines Kindes ist ein individueller Prozess des Lebens. Die Ergebnisse der Neurowissenschaft liefern aber keine Aussagen zu Individuen, sondern Aussagen zu Mittelwerten und Wahrscheinlichkeiten. Das sind Aussagen, die für ein Gesamtkollektiv sinnvoll sein können, die aber für das Individuum wenig hilfreich sind, da sie für die spezielle Person falsch sein können. Ein Beispiel habe ich Ihnen vorhin gezeigt, die Frühdiagnostik bei der Dyslexie. Hier möchte ich Ihnen noch ein anderes Beispiel geben, was vielleicht etwas eindeutiger ist. Dies hier ist 2 Jahre alt, glaube ich, die Statistik über die durchschnittliche Körpergröße in Deutschland bei Frauen. Dabei kommt heraus, dass die durchschnittliche Körpergröße 1,68 Meter ist. Das wäre es ein klares wissenschaftliches Ergebnis. Wenn Sie daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass Sie von da an nur noch Kleidung produzieren in Deutschland für Frauen der Größe von 1,68 Meter, dann wird sie ungefähr 70% der Frauen nicht passen. Und das ist auch das Problem, das wir mit der Wissenschaft immer haben. Wenn wir eine Methode haben oder ein Ergebnis haben, dann ist es für den Mittelwert gültig, aber für das Individuum kann es sehr falsch sein. Und ich denke, gerade die Schulpädagogik hat mehr als andere Disziplinen die Aufgabe, auch das einzelne Kind, das von der Norm abweicht, mitzunehmen, zu fördern und ihm die persönliche Bildung zu ermöglichen. Ein dritter grundsätzlicher Punkt ist, dass die neurowissenschaftliche Erkenntnismöglichkeit wie jede andere auch unvollständig ist. Der neuro- oder naturwissenschaftliche Erkenntnisansatz ist eine Vereinfachung eines Phänomens. Das ist die Voraussetzung, auf der man Erkenntnisse gewinnen kann. Die Naturwissenschaft schließt aufgrund ihres für sie notwendigen reduktionistischen Ansatzes viele Faktoren des Lebens aus. Ein Beispiel: Wenn wir nur die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über einen Apfel zuließen, Gewicht, Farbe, Zusammensetzung etc., wie arm wäre unser Leben? Die Erinnerung an den Apfel, die Erinnerung an den ersten Geschmack, der Apfel als Symbol, kunstgeschichtliche Bedeutung, Darstellung des Apfels etc., das lässt sich alles naturwissenschaftlich nicht erfassen.
in komplexen Situationen, und ich glaube, schulisches Lernen dürfte ohne Zweifel dazu gehören, kann deshalb eine einzige Disziplin, ob es die Pädagogik ist, die Neurowissenschaft, etwas anderes, kann eine einzige Disziplin mit der Reduktion ihres Erkenntnisansatzes nicht alles erklären. Diese grundsätzlichen Einschränkungen begrenzen natürlich den Nutzen, den die Hirnforschung für die Schulpädagogik haben kann, und werden sicher auch in Zukunft nicht erlauben, neurowissenschaftliche Ergebnisse direkt in Schulprogramme umzusetzen. Im Zweifel werden die auf praktischen Anschauungen und jahrelangen bis jahrhundertelangen Erfahrungen beruhenden Erkenntnisse den neurowissenschaftlichen Aussagen überlegen sein. Ist die Neuropädagogik damit am Ende? Ist sie nur eine nachgelagerte Disziplin, die nur bekannte Erkenntnisse der Schulpädagogik mit einer anderen Methodik bestätigen kann? Ich denke nicht. Denn die Neuropädagogik hat aus meiner Sicht wesentliche Aufgaben, vor allem in der Zukunft, und ich möchte drei nennen. Die Möglichkeiten der Neuropädagogik. Zum einen haben wir die Ansätze, dass die neurowissenschaftliche Analyse früher als die Verhaltensbeobachtung oder andere wissenschaftliche Ansätze die frühe Diagnose von Störungen der Lesefähigkeit ermöglichen kann. Ich habe es versucht, Ihnen zu zeigen. Die Validierung dieses Ansatzes und die Weiterentwicklung auf verschiedene Formen von Lernstörungen, wie zum Beispiel auch die Dyskalkulie, könnte eine frühere Intervention damit möglicherweise eine Beseitigung der Störung ermöglichen, bevor sie für das Kind überhaupt zu einem Problem wird, das heißt, bevor das Kind in die Schule kommt. Zum Zweiten könnte man die hohe Reputation und die starke Argumentationskraft, die Neurowissenschaften zurzeit in unserer Gesellschaft haben, könnte man diese Power für Schulreformen nutzen. Die Beschreibung einer bekannten pädagogischen Erkenntnis durch die Methoden der Neurowissenschaft bringt zwar absolut keinen neuen Erkenntnisgewinn, sie könnte aber als ein starkes zusätzliches Argument genutzt werden, um die politischen und anderen Entscheidungsträger zu überzeugen, notwendige und sinnvolle Veränderungen und Investitionen in unserem Schulsystem vorzunehmen. Zum Dritten sehe ich, dass die Hirnforschung Impulse zum Nachdenken geben kann, gerade in den Bereichen der Schule, in der wir eben nicht über ein vielfach erprobtes und abgesichertes empirisches Wissen verfügen. So brauchen wir keine neurowissenschaftliche Erkenntnis zu dem Prinzip, dass Schüler durch Motivation besser lernen als durch Bestrafung. Das wissen wir seit Jahrhunderten. Aber wie ist es mit den neuen Informationstechnologien? Digitale Medien machen bereits einen großen Teil der Arbeits- und Erfahrungswelt von Schulkindern aus. Schaden diese Medien dem Kind, indem sie das Gehirn beeinträchtigen, wie es zum Beispiel Manfred Spitzer mit seinem Bestseller Digitale Demenz suggerierte? Die Hirnforschung hat hier schon wichtige Beweise und Hinweise geliefert, dass Kinder nicht nur mit den altbewährten Methoden, sondern auch mit digitalen Ansätzen, zum Beispiel Lese- und Sprachkompetenz, erwerben können. Ich möchte Ihnen ein Beispiel darstellen. Es wurde hier in einem Experiment in einem Schweizer Kindergarten ausschließlich über Computerprogramme für mehrere Wochen das Lesen trainiert. Das war die eine Gruppe. Die andere Gruppe arbeitete genau oder saß genauso lange am Computer, machte aber nicht sprachliche Aufgaben, Spiele, mathematische Sachen etc. Der Unterschied der Aktivierung der Gehirne der beiden Gruppen ist hier dargestellt, und wenn man jetzt Differenzen bildet und die Region herausfindet, die also stärker aktiviert wird bei den Gruppen, die das Lesetraining am Computer gehabt haben, gegenüber der Gruppe, die nur so am Computer gespielt hat, dann gibt es, ist es unten darzustellen, gibt es diese Region. Nun ist es eine etwas andere Darstellung, aber vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich Ihnen diese Region vorhin gezeigt habe. Es ist dieses visuelle Wortformareal, und damit konnte man zumindest zeigen, durch solche und andere Studien, dass das normale funktionelle Zentrum für Lesen, also auch beim Lesenlernen durch den Computer, angelegt wird. Durch solche und andere Studien zu den digitalen Medien kann und hat die Hirnforschung bereits zu einem rationaleren und vielleicht auch entspannteren Umgang mit den neuen Medien beigetragen. Und unsere Arbeits- und Umwelt wird sich sicher weiter verändern, auch unsere Lernwelt. Denken Sie nur daran, wie unsere Arbeitswelt vor 30 Jahren aus war. Und kennen Sie noch dieses Teil, was hier abgebildet ist? Kennen Sie es noch? 1985, glaube ich, oder 83 auf den Markt gekommen. Handy nannte es sich. Es war 30 cm lang, fast 2 Kilogramm schwer. Und man konnte damit, wir können es heute kaum glauben, man konnte damit nur telefonieren. So wie sich die Welt für die römischen Schüler mit dem Ritzen der Wachstäfelchen verändert hat, wird sich auch die schulische Situation der heutigen Kindergeneration ändern. Schon jetzt wird das Schreiben mit dem Stift immer weniger, und einige Experten rechnen damit, dass schon in 10 Jahren das Schreiben den Kindern nur noch mit Tastaturen beigebracht wird.
Welche Folgen der Verlust der Handschrift für die Fähigkeiten des Kindes hätte, wissen wir aber nicht. Vielleicht könnte die Neuropädagogik hier Hinweise zum Nachdenken geben. Es ist weiterhin zu erwarten, dass Schreiben durch Herumtippen auf immer miniaturisierteren Tastaturen nur noch ein Zwischenschritt ist, bis andere Formen der Kommunikation mit Schrift gefunden sind. Ob es Augenbewegungen sind, die in Buchstaben und Worte umgesetzt werden, oder das direkte Abgreifen von elektrischen Feldern von der Kopfoberfläche, die beim Denken an bestimmte Worte entstehen, sodass wir mit Denkoperationen schreiben, mit Denkoperationen E-Mails versenden, die dann ganz anders heißen werden, oder ob es etwas ganz anderes sein wird, mit dem wir später kommunizieren werden oder unsere Nachfahren kommunizieren werden, das wissen wir heute noch nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es aber etwas sein, worüber wir kein langes Erfahrungswissen besitzen. Hier, denke ich, hat die Neuropädagogik eine wichtige Aufgabe, um Hinweise zu geben, was diese neuen Arbeitsweisen in den Gehirnen der Schüler und, viel wichtiger, in ihrem Handeln und Denken bewirken. Die Bewertung und Umsetzung der Hinweise allerdings in Lernprogramme, also in die Praxis, ist und bleibt dann die Aufgabe der Schulpädagogik und der Lehrer. Vielen Dank.